Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Du bist in einer neuen Podcast-Folge von Deine Gesundheit machst du selbst. Und mein Name ist Dr. Nette Jasper. In der heutigen Folge erhältst du 10 ganz tolle, sofort umsetzbare Tipps, wie du deine Immunabwehr stärken kannst. Es sind ganz einfache Tipps dabei und ich bin mir sicher, da ist das eine oder andere dabei, was du noch nicht kennst. Das eine oder andere kennst du vielleicht schon. Aber es ist noch ein Unterschied, ob man über eine Sache Bescheid weiß, ob man es kennt und natürlich, ob man sie auch wirklich tut. Und ich bin so ein bisschen dein schlechtes Gewissen und erinnere dich daran, was du tun kannst und was du jetzt, genau jetzt tun solltest, um deine Immunabwehr zu stärken. Denn ja, wir sind mittendrin in der kalten Jahreszeit, in der die Bakterien und Viren nur so um uns herum tanzen. Und klar sind wir auch noch im Covid-19-Jahr. Das heißt, wir sollten uns dieses Jahr nochmal verstärkt um unser Immunsystem kümmern. Also bleib dran und höre dir die 10 ultimativen Tipps an. Es gibt natürlich viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Tipps, wie du deine Immunabwehr stärken kannst, als diese 10, die ich dir jetzt gleich nennen werde. Und tatsächlich haben wir gerade in der Muscana Akademie eine Newsletter-Aktion laufen, in der du 31 Tipps, also den gesamten Oktober, jeden Tag einen Tipp bekommst. Und ja, auch wenn du dich am 31. Oktober erst anmeldest, bekommst du diese 31 Tipps, dann bekommst du sie halt eben im November. Aber wenn du dich innerhalb des Oktobers anmeldest für den Newsletter in der Muscana Akademie, dann bekommst du diese 31 Tipps. Also du findest den Link sowohl auf der Homepage, auf der Seite muscana-akademie.de oder auf Instagram. In der Bio findest du das und auch auf meiner Seite. Also die Anmeldung zu den 31 Tipps heißt einfach 31 Tipps. Aber nun geht es los heute in dieser Podcast-Folge mit den 10 einfachen Maßnahmen, wie du deine Immunabwehr stärken kannst und wirklich gesund durch die kalte Jahreszeit kommst. Und das sind wirklich einfache Dinge, die du wirklich sofort umsetzen kannst, die dich kein Geld kosten. Nummer 1, trinke ausreichend. Ja, ich weiß, das hast du schon oft gehört, aber es ist so, so wichtig, denn wenn du nicht ausreichend trinkst, dann kann dein Körper erstens nicht ausreichend entschlacken und entgiften und zweitens, dann können einfach viele Regenerationsprozesse nicht ablaufen. Ja, also 1,5 bis 2 Liter Wasser am Tag sollten es schon sein. Und am besten ist es tatsächlich Wasser, stilles Wasser. Und noch besser als stilles Wasser ist stilles lauwarmes Wasser oder warmes Wasser. Du weißt sicherlich, im Ayurveda wird immer warm getrunken. Bis auf einen ganz heißen Sommertag. Und ich muss auch sagen, das ist auch das, was wirklich dein Körper am besten verträgt. Also 1,5 bis 2 Liter stilles Wasser. Wenn du so viel Wasser nicht trinken kannst, dann schau, dass du vielleicht einen Kräutertee dir machst oder einen Früchtetee. Dann ist es ein bisschen abwechslungsreicher oder natürlich sowas wie so Gemüsesaft, Gemüsesuppe, so etwas. Tipp Nummer 2. Gönne dir wirklich ausreichend Schlaf. Schlaf dich gesund. Diesen Spruch kennst du ganz bestimmt. Hast du ihn bestimmt schon mal gehört. Und da ist auch wirklich sehr, sehr viel dran. Denn während du schläfst, regeneriert dein Körper. Und wenn du zu wenig schläfst, dann kann dein Körper einfach nicht ausreichend regenerieren. Und du kennst es bestimmt auch. Wenn du merkst, du wirst krank oder du bist krank, dann willst du einfach viel schlafen. Und
Das ist einfach das Zeichen deines Körpers, dass er jetzt diese Regenerationszeit braucht. Und natürlich kannst du auch schon mal 5 oder 6 Stunden nur schlafen, aber bitte nicht dauerhaft. Schau wirklich, dass dein Körper sich wirklich ausreichend erholen kann, ausreichend regenerieren kann und gib ihm die 7 bis 8 Stunden Schlaf in der Nacht und du wirst sehen, wie dein Immunsystem einfach stärker wird. Tipp Nummer 3. Bewege dich täglich an der frischen Luft. Ganz egal, wie das Wetter ist, ob es regnet, ob es schneit, ob es stürmt, geh einfach raus. Für mich stellt sich die Frage überhaupt gar nicht. Und das Wetter ist vollkommen egal, denn ich habe einen Hund und die liebe Shiva, die möchte natürlich raus, die muss auch raus. Und also 2-mal am Tag sind wir 1 Stunde unterwegs. Das mache auch nicht immer nur ich, sondern auch noch andere Familienmitglieder. Also wir teilen uns das ein. Aber ich bin auf jeden Fall jeden Tag mit ihr draußen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, nicht nur für den Hund, sondern auch für mich. Und es ist eben genau für dich wichtig. Schau, dass du entweder so ein leichtes Joggingprogramm machst oder einfach nur einen Spaziergang oder ob du wanderst, Fahrrad fährst, egal was, schau, dass du einfach jeden Tag mindestens 1/2 Stunde an der frischen Luft bist. Tipp Nummer 4. Sorge dafür, dass deine Schleimhäute gut befeuchtet sind. Die Schleimhäute in der Nase und im Mund, die schützen dich vor dem Eindringen von krankmachenden Bakterien. Das können die aber nur dann tun, wenn die ausreichend befeuchtet sind. Und in der kalten Jahreszeit ist es so, dass wir meistens dass die Luft im Raum einfach zu trocken ist. Und da gibt es ja die Möglichkeit, entweder du hängst da auf deiner Heizung irgendwie so einen nassen Lappen, ja, so ein Handtuch, sieht natürlich nicht ganz so schön aus. Du kannst auch eine Schale mit Wasser hinstellen, ja, und dann kannst du auf diese Art und Weise die Luftfeuchtigkeit in dem Raum erhöhen. Und sehr schön oder sehr gut ist es auch, wenn du in der Nacht das Fenster auf hast, wenn es dir nicht zu kühl ist, besser ist, du nimmst eine dickere Decke und hast dafür das Fenster auf, weil dann kommt sowohl frische Luft als auch eben mehr Luftfeuchtigkeit eben in dein Zimmer. Und weiterhin natürlich die Flüssigkeitsaufnahme, diese 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit, Wasser am Tag, das sorgt für eine gute Befeuchtung der Schleimhäute. Und dann gibt es einen sehr, sehr guten Tipp aus dem Ayurveda. Und zwar wird da empfohlen, dass du deine Nasenschleimhaut, also in deiner Nase, dass du da 1-2 Tröpfchen Sesamöl reingibst oder ein bisschen Ghee. Also Ghee ist ja diese indische Butter. Machst du so ein bisschen auf deinen kleinen Finger und beschmierst deine Nasenschleimhaut damit. Und oder aber du nimmst eben ein bisschen Sesamöl und kannst eben die Nasenschleimhäute damit beschmieren. Bitte nimm kein Nasenspray, das nicht, sondern wirklich Ghee oder Sesamöl. Und sehr, sehr schön und sehr wertvoll ist natürlich auch das Ölziehen. Ja? Aber da komme ich dann noch zu. So, Tipp Nummer 5. Fördere wirklich jeden Tag deinen Kreislauf und deine Durchblutung. Das machst du einmal durch Wechselduschen, also heiß-kalt duschen. Du fängst mit einer heißen Dusche an und machst dann so 2-3 Durchgänge, wo du dann ja einfach die Dusche, das Wasser auf ganz kalt stellst und dann gehst wieder in das Heiße und dann wieder in das Kalte. Also das sind dann so die Wechselduschen. Wenn es dir schwer fällt, diesen ganz großen Temperaturunterschied zwischen heiß und kalt zu machen, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn du diesen Temperaturunterschied gar nicht so krass machst, sondern wirklich so, dass du ihn spürst. Ja, dann machst du es halt sehr gut warm und dann so
lauwarm. Also wichtig ist, dass du wirklich einen Temperaturunterschied spürst. Und wenn auch das zu viel für dich ist, dann hast du immer noch die Möglichkeit, deine Waden und deine Füße mit warmen und kalten, ja, Bädern bzw. Duschen, ja, wie sagt man? Ja, du weißt schon, was ich meine. Mir fehlt jetzt das Wort. Also, dass du einfach Wechselduschen nur für die Beine machst. Ja, dann sind Trockenmassagen, entweder mit so einem Lufferhandschuh oder mit einem harten Handtuch, also einem Handtuch, welches du nicht irgendwie in der im Weichspüler hattest oder auch nicht im Trockner hattest, sondern welche ein Handtuch, der das einfach ein bisschen härter ist. Das kannst du auch ganz gut für solche Trockenmassagen machen. So eine Trockenmassage am ganzen Körper, also da fängst du an den Füßen an, gehst hoch bis nach oben, bis zu den Armen. Die dauert 5 Minuten und die machst du vor der Dusche. Ja, dann Tipp Nummer 6, sorge für wirklich ausgewogene und auch warme Mahlzeiten. Du weißt vielleicht, der Ayurveda empfiehlt immer warme Mahlzeiten. Das heißt, du beginnst deinen Tag am besten mit einem warmen Frühstück, einem Brei oder einem Porridge. Oder zumindest, wenn du so etwas überhaupt nicht drunter bekommst, zumindest mit einem Toastbrot. Also einem Toast, welches du gerade getoastet hast, dann ist es auch noch warm. Also auch das ist dann noch quasi vom Ayurveda her vertretbar. Natürlich entscheidest du, was du isst, aber ein warmes Frühstück ist wirklich eine Wohltat für deinen Körper. Wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, dann wirst du spüren, wie viel mehr Energie du hast. Mindestens das Mittagessen sollte warm sein. Und natürlich das Abendessen, wenn du es hinbekommst und magst, wäre ein warmes Süppchen, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, wunderbar. Und ausgewogen sind deine Mahlzeiten eigentlich dann, wenn es wirklich schön bunt auf deinem Teller aussieht. Ja, wenn du, da kannst du dich so ein bisschen nachrichten, wenn du wirklich, wenn quasi alle Farben vertreten sind, dann hast du ja einen grünen Salat irgendwie dabei, rote Tomate und dann hast du wirklich verschiedene Farben auf dem Teller und dann kannst du davon ausgehen, dass die Mahlzeit ausgewogen ist. Tipp Nummer 7, wir kommen zu einem dentalen Tipp und zwar heißt es da, reinige wirklich regelmäßig, also täglich deine Zahnzwischenräume und deine Zunge. Warum stärkt das dein Abwehrsystem? Ganz einfach. Durch die Mundschleimhaut, also durch die Zahnfleischtaschen, gelangen die Bakterien in deinen Körper und, ja, und schädigen den Körper, können sich in Blutgefäßen absetzen und können das Immunsystem einfach in seiner Funktion reduzieren. Und indem du die Bakterien wirklich jeden Tag mit kleinen Zwischenraumböschen, mit Zahnseide in den Zahnzwischenräumen entfernst, können sie gar nicht erst runterwandern und können sich gar nicht als pathogene Bakterien entwickeln, also können gar nicht mutieren. Und somit tust du sehr viel für deine Abwehr. Auf deine Zunge sammeln sich natürlich auch ganz viele Bakterien an. Und die Zungenpapillen würden unter so einem Mikroskop aussehen wie so ein Hochflorteppich, ja. Und in dem Augenblick, in dem du jeden Tag deine Zunge reinigst, reduzierst du ja auch die Anzahl der krankmachenden Bakterien in deiner Mundhöhle. Aber Vorsicht, mach das bitte sehr sanft, denn die Zunge möchte nicht verletzt werden und reinige die Zunge mit einem milden Mittel. Also du brauchst ein mildes Mittel, welches die Bakterien auf der Zunge bindet, aber trotzdem die Mundflora nicht, ja, nicht zerstört. Weil eine gesunde Mundflora ist ja auch eine, ja, ein Garant quasi für ein gutes Immunsystem. Bedeutet, du nimmst als Mittel für die Bakterien, also als Mittel, welches die Bakterien bindet, entweder ein
Öl, ein Sesamöl oder Olivenöl, natürlich Bioqualität. Oder du nimmst von Muscana denn das Gel, das Zungengel. Da haben wir extra das Zungen- und Zahnfleischgel entwickelt für diejenigen, die das Öl nicht so gerne in den Mund nehmen oder einfach mal zwischendurch eine Alternative möchten oder einfach mal ein bisschen schneller ihre Zunge reinigen möchten. Also diese Möglichkeiten hast du und das Öl gibst du natürlich in deinen Mund rein und dann bewegst du das hin und her, ziehst es zwischen den Zähnen hin und her und das ganze Prozedere dauert so 10, 15 Minuten. Du spuckst das Öl dann auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, in ein Papiertuch und dann nimmst du einen Zungenschaber oder einen Teelöffel oder einen Esslöffel, wenn der nicht so groß ist, und schabst dann die Zunge zweimal quasi dann von hinten nach vorne ab, spülst den Mund nochmal mit lauwarmem Wasser ab. Wenn du das Gel von Muscana Dent nimmst, geht es schneller. Du gibst so eine erbsengroße Portion Menge des Gels auf die Zunge drauf. Dann verteilst du das Gel mit deiner Zahnbürste so 2-3 Mal hin und her, massierst es quasi sanft ein. Und dann nimmst du wieder den Löffel oder den Zungenschaber und schabst es ab und spülst dann deinen Mund aus. Also, wenn du so eine Zungenreinigung jeden Tag machst, über 2-3 Wochen, dann merkst du, wie viel fitter und vitaler du bist, weil einfach dein Immunsystem so viel profitiert davon. Ja, wir kommen zum Tipp Nummer 8. Tipp Nummer 8 ist auch ein ayurvedischer Tipp. Und zwar empfehle ich dir, jeden Morgen heißes Wasser zu trinken. 2 bis 3 Gläser heißes Wasser. Entweder du kochst es da gerade ab oder du bereitest dir das schon am Vorabend vor. Das mache ich zum Beispiel. Und dann fülle ich das Wasser in die Thermoskanne, sodass es schon fertig ist, wenn ich dann aufstehe. Und es ist eine Wohltat für deinen Körper, dieses warme Wasser zu trinken. Und natürlich merkst du auch da, wenn du es eine Zeit lang gemacht hast, wie dein Immunsystem stärker ist, weil durch dieses warme Wasser hilfst du deinem Körper bei der Entschlackung. Während der Nacht hat dein Körper entschlackt, hat regeneriert und nun gilt es am Morgen eben diese Gifte loszuwerden. Einmal wirst du diese Gifte eben durch die Zungenreinigung los und zum Zweiten, indem du viel Wasser trinkst, sehr gerne eben warm oder sehr gut warmes Wasser und dann scheidest du eben diese Giftstoffe aus. Gut, Tipp Nummer 9. Komme einfach jeden Tag ganz bewusst zur Ruhe. Ich empfehle dir die Meditation, aber wenn du ja kein Fan von der Meditation bist, dann mach einfach was anderes, aber komme einfach zur Ruhe. Achte darauf, dass du gut atmest, dass du tief durchatmest und sortiere einfach für einige Minuten deine Gedanken und deinen Geist. Das macht sehr, sehr viel aus. Und der letzte Tipp für heute, Tipp Nummer 10, mache regelmäßig einen Fastentag. Fasten ist wirklich sehr gesund und stärkt dein Immunsystem. Wenn du so 1, 2 oder auch 3 Tage fastest, so ist es so wie so ein Reset für deinen Darm. Nun erwarte ich gar nicht, dass du jede Woche 2, 3 Tage oder regelmäßig 2, 3 Tage fastest. Aber was du wirklich gut machen kannst, ist, dass du einfach einmal in der Woche quasi so einen Mini-Fastentag einlegst. Mini-Fastentag, damit meine ich, dass du einfach einen Tag in der Woche dir aussuchst und an diesem Tag ernährst du dich quasi flüssig. Ja, meinetwegen, du frühstückst in der Früh einen Brei oder ein Porridge und dann isst du mittags eine Suppe und abends isst du eine Suppe. Ja, und das ist dann schon dein Fastentag. Also natürlich kannst du auch wirklich fasten und vielleicht das ayurvedische Reisgericht essen, das Khichdi,
oder was anderes, aber alleine, wenn du es so machst, wie ich es dir gerade gesagt habe, tust du sehr, sehr viel für deinen Körper. Denn in dem Augenblick, in dem du fastest, in dem einfach nicht so viel Nahrung in deinen Darm kommt, kann sich die Darmschleimhaut regenerieren. Und immerhin entstehen in der Darmschleimhaut ja 2/3 der Immunzellen. Und da lohnt es sich schon, dem Darm einfach ein bisschen Pause zu gönnen, damit er sich regenerieren kann und damit einfach die Immunzellen wieder neu und besser produziert werden können. Ja, das waren die 10 ultimativen Tipps, die ich heute mit dir teilen wollte. Wenn dir das jetzt zu schnell gewesen ist, dann kannst du natürlich alles nachlesen in einem Blogartikel auf der Seite von der Muscana Akademie. Und wenn du noch mehr Tipps haben möchtest und diese 31 ultimativen Tipps dir holen möchtest, dann mach das sehr, sehr gerne. Wie gesagt, du findest sie unter muscana-akademie.de unter dem Punkt 31 Tipps und kannst dich da in den Newsletter eintragen oder auf Instagram. In der Bio findest du auch den Link zu den 31 Tipps und dann bekommst du noch die weiteren. Das würde jetzt sonst den Podcast sprengen, wenn ich dir jetzt die 31 Tipps mitgegeben hätte. Aber dort findest du sie, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir etwas gegeben, du konntest etwas für dich mitnehmen und kannst dich jetzt noch besser auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Und teile die Folge sehr, sehr gerne mit allen Menschen, die du kennst, damit wirklich alle in deiner Umgebung gesund bleiben. So bleibt ihr allesamt zusammen gesund. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ciao, bis zum nächsten Mal.